Hallo zusammen. Kleiner Quick-Tipp, wie man ganz schnell Bilder so korrigiert, dass wenn Sachen am Rand sind, dass die wegkommen. Ich zeige das am Beispiel. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es gibt verschiedene Lösungen, rein ausschneiden und so weiter. Aber ich zeige mal zwei, drei wirklich schnelle, einfache Lösungen. Und zwar die Lösung, die ich sage mal, 95% der Fälle wirklich auch selbst anwende. Viel Spaß beim Nachmachen und viel Erfolg mit deinen weiteren Bildern. Hier haben wir jetzt die Chantal und das ist ein typisches Beispiel, dass so eine Softbox oben links mit reinragt und eben nur in der Ecke ist und nicht wie zum Beispiel eine Mauerkante über das halbe Bild geht. Wenn es über das ganze Bild geht, bis hier unten runter, also wenn es eine Mauerkante wäre oder sowas, da wäre es ein bisschen anders und ich zeige das mal als erstes. Die einfachste Möglichkeit ist immer zu sagen M drücken für das Quadrat, dann geht man hier hin und zieht es möglichst an sie ran, sodass man gerade nichts von ihr berührt. Command J, um eine Kopie zu machen, das haben wir hier eine Ebene. Und Command T, ich bin mit dieser Ebene ausgewählt, Command T, und jetzt kann ich das hier rüberziehen. So, jetzt ziehe ich einfach, jetzt stretche ich quasi die Wand. Und je nachdem, was da drauf ist, da darf natürlich kein Muster drauf sein, geht das klar nicht. Aber wenn da kein Muster drauf ist, und eine Tapete zum Beispiel, geht da durchaus, es geht bei überraschend vielen Bildern. Das ist so die 3-Sekunden-Lösung, zack, überhaupt gar kein Problem. Der Nachteil daran ist, wenn das viel weiter reinreicht, wenn es bis hierhin reichen würde. Das Problem ist ja, ich stretche dieses Material und irgendwann kann ich das nicht mehr stretchen. Das geht nicht unendlich toll. Es sei denn, das ist rein weiß, rein grau, rein schwarz, irgendwie, also wirklich total ohne Struktur. Dann geht das natürlich. Aber dann kann ich es auch einfach übermalen. Also in den meisten Fällen kann ich das nicht beliebig weit stretchen. Und die Alternativlösung ist fast genauso einfach. Ich nehme die unterste Ebene, ich drücke Command J, meine Kopie. Dann gehe ich hin und sage Command T für Transform. Und jetzt ziehe ich aber nicht das Ganze rüber, das könnte ich natürlich auch machen, dann stretche ich aber diesen unteren Teil und da ist ja gar nichts. Das ist ja unnötig, das zu stretchen. Stattdessen sage ich Rechtsklick Warp. Und jetzt gehe ich hin und ziehe nur die obere Ecke. Zack. Vorsichtig, man sieht das hier, auch ihr Gesicht hat sich jetzt ganz leicht verzogen. Nicht nur die Ecke oben, darauf aufpassen. Deswegen die Ebene drauf machen, die Ebene invertieren mit Command I. Und jetzt nehme ich einen Pinsel mit, ich bin hier schwarz, also nehme ich hier weiße Farbe, X, mit X schreibe ich es hin und her, X, weiße Farbe. Nimmst einen Pinsel und malst das einfach rüber. Mit dem Problem, dass du jetzt hier so einen harten Übergang hast. Darauf achten, mehrere Lösungen, ups. Na. Das Einfachste ist, du malst einfach ein Stück weiter und der Übergang verschwindet. Wenn das nicht geht, dann musst du halt ein bisschen sorgfältiger arbeiten und zum Beispiel halt nur einen 20% Pinsel nehmen. Da sieht man die Kante noch so ein bisschen, nämlich 20% Pinsel, ich bin Opacity 20%, geht einmal rüber und so, das war's schon. Also super einfache Lösung, um Ecken quasi zu bereinigen. Ich hoffe, das war hilfreich. Viel Spaß mit deinen Ecken. Mein Neck wird jetzt, glaube ich, nicht aufhören. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.